Ich verstehe so Leute nicht, die im Fitnessstudio sind, sich im Fitnessstudio auf die Waage stellen, eine Übung machen gehen und sich dann wieder auf die Waage stellen. Ey, ganz ehrlich, so funktioniert Abnehmen nicht wirklich. Und auch nicht Muskelaufbau. Also, hä? Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ich es gerade eben schon gesagt hatte, Leute stellen sich zu komischen Tageszeiten auf die Waage. Also, meines Erachtens. Das ist, glaube ich, eher so eine Philosophiefrage. Was ich aber festgestellt habe, seitdem ich in einem Fitnessstudio arbeite, jo, die Leute stellen sich teilweise unterm Tage auf die Waage, vor dem Training, teilweise nach dem Training, wo ich mir dann so denke, so, was denkst du, was du jetzt weniger wiegst? Dann haben sie meistens noch Klamotten an und irgendwie triggert mich das in meinem Kopf, wo ich sage, das, so wiegt man sich nicht, das ist irgendwie falsch. Aber es kann eine Philosophiefrage sein, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall heute mal so ein paar Fragen geklärt, wie ich mich wiege, beziehungsweise wie ich es auch immer empfehle, wie man sich wiegen sollte, um das, sage ich mal, optimale Ergebnis zu bekommen. Mein Name ist Michael. Falls du dich für die Themen Fitness, Abnehmen und Mindset interessierst, dann würde es mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Das kostet dich nichts und tut dir auch nicht weh. Kommen wir auf jeden Fall zur ersten Frage, wann sollte man sich eigentlich wiegen? Und das Wann ist eigentlich immer so die einfachste Frage, finde ich zumindest. Also meistens wiege ich mich zum Beispiel morgens. Wie du dich wiegst, ich würde dir auch empfehlen, morgens. Weil morgens bist du meistens etwas dehydrierter. Du bist morgens meistens auch nicht irgendwie gerade vollgefressen. Also, ich hoffe, dass du aus dem Schlaf erwachst und nicht vollgefressen bist. Das wäre etwas komisch. Und da hat man meistens die besten Ergebnisse. Jetzt würde ich aber nicht direkt vom Bett ausspringen und mich dann auf die Waage stellen, sondern ich würde vorher vielleicht erst noch aufs Klo gehen. Wenn du morgens dann natürlich auch dein großes Geschäft verrichtest, wäre es natürlich optimal für dich und deine Waage, weil du dann natürlich noch mal weniger drauf hättest. Aber das ist in meinen Augen kein Muss. Also man kann sich es auf jeden Fall, wenn es möglich ist, kann man das vorher natürlich erledigen und sich dann wiegen. Und wie am besten? Natürlich ohne Klamotten. Also ich wiege mich meistens morgens einfach nur mit Boxershorts, nachdem ich auf dem Klo war. Das sind für mich die besten Ergebnisse. Wenn ich dann weiß, okay, ich habe jetzt heute wieder ein Kilo mehr oder weniger, dann weiß ich, okay, ich war jetzt seit gestern noch nicht auf dem Klo, also groß, und ja, habe gestern vielleicht ein paar mehr Kohlenhydrate gegessen, das heißt, der Körper zieht wieder ein bisschen mehr Wasser. Und dann weiß ich, okay, heute ist mal wieder ein Kilo mehr als vorher oder am Tag vorher. Jetzt kommt aber die Frage, warum sollten wir uns generell wiegen? Also, ich habe früher, habe ich mich auch gewogen und habe es trotzdem geschafft, auf 140 Kilo zu kommen. Gut, auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich bei 120 Kilo aufgehört habe, mich zu wiegen und mir gedacht habe, so, okay, was ich nicht sehe, ja, was ich nicht sehe, ist nicht da. Der Punkt ist aber der, wenn wir uns vergessen zu wiegen oder beziehungsweise wenn wir uns nicht wiegen, ist es immer so der Punkt, so, okay, dann können wir es leicht aus den Augen verlieren. Und dann könnte es weiter nach oben gehen. Und dann denkst du dir irgendwann so, ach, hätte ich mich doch gewogen. Und da ist der Punkt einfach der, dass ich es gut finde, wenn man sich in regelmäßigen Abständen wiegt, um einfach diese Gewohnheit erstens zu etablieren, zu sagen, okay, ich wiege mich jetzt regelmäßig, um es im Auge zu behalten. Nicht, um mich jetzt irgendwie dann zu maßregeln, so was, irgendwie selbst zu hauen oder was weiß der nicht. Wenn es dann mal ein Kilo mehr ist. Nein, es geht einfach nur für mich um den Punkt, okay, bin ich auf dem Kurs, kann ich aktuell, mache ich gerade richtig, also mache ich gerade richtig, ist auch eine geile Aussage. Bin ich gerade auf dem Kurs, mache ich das, was ich tue, gerade richtig? Ist mein Sport richtig? Ist der Punkt jetzt mit der Ernährung richtig? Das sind aber auch wiederum Punkte, die ja, beeinflusst werden können. Okay, jetzt haben wir es geklärt, warum man sich wiegen sollte und wann man sich wiegen sollte. Aber wie oft soll man sich denn wiegen? Naja, also ich empfehle einmal in der Woche. Ich habe damals auch die besten Erfolge erzielt, einmal in der Woche mich zu wiegen. Aktuell wiege ich mich jeden Tag. Das Problem ist, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, mal warst du nicht auf dem Klo, mal hast du ein bisschen mehr Wasser drin. Tägliches Wiegen kann gerade für den Anfänger sehr verunsichernd sein, weil du dann tägliche Schwankungen von teilweise einem Kilo drin hast.
Gestern hatte ich, keine Ahnung, 100, heute habe ich wieder 103 und dann am nächsten Tag habe ich wieder 98, weißt du? Das sind so Faktoren, wo man sich dann klar werden muss, dass es tägliche Schwankungen gibt. Man sollte sich dann eher so den, sag ich mal, den Chartverlauf, also wie es im Generellen aussieht, im Durchschnitt, quasi sollte man sich angucken. Da ist meine Waage zum Beispiel, die tut mir das automatisch visualisieren und sagt mir, okay, so sieht es aktuell aus. Und wenn es mal höher oder wenn es mal tiefer ist, ist es dann auch nicht schlimm, weil es dann quasi den Durchschnitt davon nimmt. Und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, welche Waage sollte ich haben? Also das ist immer so eine Ermessensfrage. Also ich glaube, Waagen kriegst du von 10, 20 Euro bis hoch auf 100, 200, 300 Euro. Es kommt halt darauf an, was die Waage kann. Also einfach nur eine Waage, die das Gewicht anzeigt, finde ich persönlich falsch. Und jetzt habe ich gerade einen Aussetzer. Auf jeden Fall eine Waage, die einfach nur das Gewicht anzeigt, finde ich persönlich falsch, weil sie einfach nur sagt, okay, du wiegst das. Da hast du keine Körperkomposition mit dabei, da hast du keinen Körperfettanteil dabei, da hast du keine Muskelmasse mit dabei. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig und wenn es so eine sein soll, also wenn es nur die im Haushalt sein soll und du willst gar keine andere, dann guck wenigstens, dass es ein relativ neues Modell ist, was dann auch geeicht ist. Also dass das auch wirklich gut ausbalanciert ist, dass du dich nicht draufstellst und dann ist es auf einmal irgendwie 96, dann stellst du dich 2 Minuten später drauf oder 1 Minute später drauf oder direkt danach drauf, dann sind es auf einmal 98, dann wieder 95, dann, also dass du keine Unterschiede hast. Und wenn die Unterschiede sind, dann vielleicht 0,1, also so 1 bis 200 Gramm. Wenn es jedoch eine andere Waage sein soll, kann ich dir meine empfehlen. Und das ist nämlich die mittlerweile seit, ich weiß gar nicht, 2 Jahren, 3 Jahren in Benutzung, die Nokia Buddy Plus. Ja, von Nokia, lol. Die kann ich sehr empfehlen, mit der bin ich ganz zufrieden. Die gibt mir verschiedene Faktoren. Körperfettanteil, der Punkt von Muskelmasse, Knochenmasse und auch der Wasseranteil im Körper für den aktuellen Tag. Und die kann sogar mit bis zu 8 Personen benutzt werden, also für die ganze Familie eine Anschaffung wert. Und ich habe die relativ günstig mal im Internet geschossen für, glaube ich, 50 Euro, 48, 50 Euro. Also die ist auch bezahlbar für das, was sie kann. Jetzt ist aber der Punkt der, dass die Waagen halt auch nicht 100% genau sind. Also das, was da steht, würde ich da nicht zu 100% zu nehmen. Es ist so der Punkt, dass die Waagen dann quasi kleine Elektroschocks durch die Beine jagen. Das spürst du gar nicht, keine Sorge, du wirst da nicht elektrisch erstuhlt. Und dadurch misst sie anhand vom Widerstand, okay, wie viel ist die Körperzusammensetzung. Das kann auch manchmal ein bisschen tricky sein, da denkst du dir so, okay, ja, es ist halt nicht 100% genau. Ne? Also nimm das eher als Richtwert, so als Pi mal Daumen und nicht als 100% perfekte Aussage von der Waage. Jetzt habe ich ja vorhin noch erwähnt, dass es einige Faktoren gibt, die Einfluss drauf haben können, was du wiegst. Und das ist zum Beispiel Sport. Es gibt das sogenannte Plateau, wenn du abnehmen möchtest, dass du nach 1, 2, 3, 4, 5 Wochen anfängst, nicht mehr abzunehmen. Wenn du regelmäßig deinen Kraftsport machst und du baust Muskulatur auf, gerade als Anfänger, kann es einfach sein, dass es 8 Wochen seitwärts geht oder 4 Wochen seitwärts geht und du denkst dir einfach nur so, oh ja, jetzt mache ich das und das und das und es klappt nicht mehr. Also es gibt einige Faktoren, auch zum Beispiel die Ernährung, wo es einfach mal zeitlang sein kann, dass du dich seitwärts bewegst. Zum Plateau habe ich ein Video gemacht, ich werde es dir hier oben verlinken, sofern das noch geht. Und ja, also man sollte sich nicht nur auf die Waage verlassen, man sollte auch vielleicht andere Faktoren nehmen, wie passen die Kleider mittlerweile besser oder Umfänge messen, das ist meistens noch ein bisschen genauer, damit du weißt, okay, nimmst du jetzt gerade ab. Eine Waage kann ich immer empfehlen, um es im Auge zu behalten, aber man sollte sich klar machen, es gibt Abweichungen, es gibt Sachen, die beeinflussen das Ganze, es gibt einfach Wochen, da klappt es mal nicht, obwohl man abnimmt, also man nimmt Fett ab, aber baut gleichzeitig Muskulatur auf und das sieht man dann an der Waage nicht, aber merkt es dann an den Klamotten, an den Umfängen und so weiter. Deswegen, ich würde fast jedem eine Waage empfehlen, ich würde sagen, okay, wieg dich einmal in der Woche, um einen Blick zu haben, geht es in die richtige Richtung.
Und ansonsten wiegst du dich auch regelmäßig? Schreib es mir gerne mal unten in die Kommentare. Wie sieht das Ganze bei dir aus? Wie sieht vielleicht auch deine Morgenroutine aus? Hast du das Wiegen mit drin oder sagst du dir so, ja, nee, was ich nicht sehe, ist nicht da. Würde mich mal interessieren. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Also ein Daumen nach oben oder zwei Daumen nach unten. Liegt ganz bei dir. Und ich wünsche dir bis zum nächsten Video alles, alles Gute. Ciao!